Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Heute geht es weiter mit der Disney Villain Challenge. Und im letzten Teil waren wir einfach mit der lieben Mel auf Männerfang. Was heißt auf Männerfang? Wir haben uns mit Evie getroffen. Wir haben dort ja ein klein wenig Spaß gehabt mit einer Wasserballonschlacht. Und dort hat Mel dann auch schon mal ja, 4 potenzielle Männer getroffen. Auf 3 hatte sie so ein klein wenig einen Crush. Und wir werden jetzt hier einmal hier die Stellplätze säubern, damit unsere Pferde hier nicht krank werden. Und ja, heute werden wir uns dann definitiv einmal darum bemühen, mit dem guten Smith ein wenig auszureiten. So, wir werden dann hier einmal aussteigen. Wen haben wir denn hier? Okay, hier haben wir die gute Pappbesitzerin. Ich dachte vielleicht, dass einer von den anderen Sims ja hier schon mal hinläuft, um uns eben ja zu begrüßen. Wir werden dann jetzt hier auch nochmal die Heuraufen auffüllen. Und dann werden wir definitiv mit dem guten Smith einen kleinen Ausritt machen. Jetzt sind wir zurück und dann werde ich Mel direkt einmal zum nächsten Wettbewerb anmelden. Fassrennen Neuling. Okay, sollten wir definitiv schaffen, werden wir dann einmal ausprobieren. Und wir haben jetzt einfach die Goldmedaille mit unserem Fassrennen gewonnen. Haben jetzt auch 300 Simoleons Preisgeld gewonnen. Und hier ist gerade jemand aufgetaucht. Wer bist du und warum gehst du einfach in unser Haus rein? Araf. Oh Gott, er ist einfach hier hingekommen. Das ist einer der Crushs, den Mel ja gestern im Park getroffen hat. Und wir werden uns dann jetzt hier einmal, ja, einmal hier vom Reiten schwärmen, damit er auch direkt weiß, womit er es zu tun hat. Ich meine, ich finde es halt toll, dass er zu Besuch kommt, also dass er einfach vorbeischaut. Aber theoretisch könnte er auch mal klopfen, weil was wäre, wenn Mel nicht daheim gewesen wäre oder sie hätte vielleicht gerade anderen Besuch gehabt. Und es ist auch schön, dass er direkt hier zum PC geht. Und ich werde mal vorsichtshalber hier den PC einmal absperren, damit der gute Araf nicht hier rangehen kann. Ich hoffe, ich spreche den Namen auch ja richtig aus. Dann werden wir uns jetzt hier einmal über das sonnige Wetter beschweren und jetzt ruft Molly uns nochmal an. Ich bin froh, dass du mir geraten hast, Zeit mit Elena zu verbringen. Das freut uns auch, dass das erfolgreich geklappt hat und er steht jetzt einfach hier und ja, macht ein Kräuterheilmittel, wenn ich das so richtig sehe. Und Mel spricht ihn jetzt... Mel? Okay, ich dachte, Mel wäre jetzt hier einmal verschwunden. Mal schauen, wie er das Ganze dann überhaupt findet. Wir teilen dann jetzt hier einmal tiefgründige Gedanken über Familienzuwachs. Er ist tanzwütig, was ja auch eigentlich gar nicht so schlimm ist. So wundervoll, wie es sich auch anhört. Ich bin aktuell nicht bereit auf Familienzuwachs. Okay, das ist natürlich, ja, ein wenig schlecht. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja doch noch irgendwann Interesse daran, eine Familie zu gründen. Und jetzt schauen die beiden einfach in den Himmel. Und sie ist einfach inspiriert von ihm. So, dann werden wir natürlich hier noch einmal ein paar Klopf-Klopf-Witze machen. Und dann lassen wir ihn erst einmal sein Kräuterheilmittel fertig brauen. Und werden dann jetzt hier erstmal ein wenig aufräumen. Mal schauen. Entspannungssud. Okay, wir werden den dann einfach mal trinken. Vielleicht hat er ja auch ja, davon gehört, dass... Wir könnten es ja auch so machen. Mel könnte ja ihm jetzt hier einmal davon berichten, dass ab und zu ja ein paar kleine Feuer ausbrechen. Und mal ganz kurz, wie süß ist das eigentlich, dass er hier jetzt hilft aufräumen. Und vielleicht hat der gute Araf dann auch gesagt, dass er ein Mittel dagegen kennt. Und deshalb hat er jetzt hier diesen Entspannungssud gebraut. Wir werden dann jetzt hier einmal nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen. So erzählt sie ihm dann praktisch, dass ja, ihr manchmal ein paar Missgeschicke passieren. Und er geht einfach. Okay, na gut. Arrivederci. Und dann werden wir jetzt hier einmal die gute Kara hereinbitten. Und jetzt ruft Kenneth einfach an und fragt, ob er rüber, ob ich rüberkommen möchte. Wir sagen natürlich ja und nehmen dann einfach Kara mit und sind jetzt hier angekommen. Und auch er hat ja ein erstaunliches Outfit. Passt auch sehr zu unserer Familie. Wir werden dann jetzt hier einfach mal ein wenig parodieren. Vielleicht passen die beiden ja ein wenig besser zusammen. Und dann werden wir natürlich dann einmal über das sonnige Wetter sprechen. Und werden dann jetzt hier einmal fragen, ob er überhaupt Single ist. Denn das ist ja auch schon mal wichtig zu wissen, ob wir nicht eventuell ja eine Familie kaputt machen. Was ja für eine Königsfamilie auch nicht so unbedingt ja, der Sinn ist. So, würdest du jetzt hier bitte einmal fragen, ob der gute Kenneth Single ist?
Okay, er ist Single. Das passt jetzt schon mal gut. Dann geh du bitte einmal auf Toilette, liebe Mel. Die beiden haben auch irgendwie direkt so eine Connection, weil sie halt, ja, sie reden miteinander direkt. Und der gute Araf, der hat sich ja erstmal so noch so ein bisschen zurückgehalten. Was jetzt auch vielleicht nicht unbedingt schlecht ist, aber die beiden, die haben halt direkt miteinander geredet. Und dann fragen wir jetzt ihn auch mal ein wenig über Familienzuwachs. Ich meine, es könnte natürlich auch alles etwas zu früh sein, sowas zu fragen. Ich bin froh, dass du das angesprochen hast, Maleficent. Ich hatte die gleiche Idee. Ich werde eine Weile darüber nachdenken und dir dann Bescheid geben. Okay, also er ist jetzt anscheinend nicht so abgeneigt dagegenüber. Dann werden wir natürlich auch hier nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Und jetzt bekommen wir von Snow eine Nachricht. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Araf angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Danke, das finden wir auch. Der gute Kenneth ist ein Hundefreund. Dann schlagen wir ihm einfach mal einen verrückten Plan vor und werden dann jetzt hier einfach mal ein wenig albern sein. Und er fühlt sich halt immer noch ein wenig benommen. Wir werden dann hier einfach noch ein wenig über die Staffelpremiere reden. Und Maleficent hat gerade kennengelernt, dass er nicht kokett ist, okay? Dann werden wir jetzt hier mal schauen, ob wir jetzt hier vielleicht zusammen die Staffelpremiere gucken können. Können wir aber anscheinend nicht, aber die beiden unterhalten sich so gut. Vielleicht werden wir ihn hier jetzt einfach mal zusammen einladen, also dass er hier mitguckt. Und die liebe Mel kann sich ja dann einmal hier hinsetzen. Ich finde das nämlich immer so ein bisschen doof, wenn die sich dann einfach so vor dem Fernseher stellen. Und dann... Ja, die unterhalten sich jetzt gerade wahrscheinlich über ungeschützten Geschlechtsverkehr. Dann erzählen wir jetzt hier eine dramatische Geschichte, wahrscheinlich wie ihr Vater ums Leben gekommen ist. Und dann erzählen wir hier natürlich auch noch ein paar Witze und zeigen Kenneth dann auch ein wenig Dankbarkeit. Wir lernen immer mehr über ihn kennen. Er ist Kind der Insel und jetzt fragt er sie, ob die beiden nicht ein Techtelmechtel haben wollen. Ja, warum nicht? Dürft ihr gerne haben. So, dann werden wir Mel natürlich dann hier jetzt noch schnell etwas essen lassen. Also zwischen den beiden scheint es definitiv zu knistern, habe ich das Gefühl. Und dann werden wir Mel dann hier auch noch schnell baden gehen lassen. Mal schauen, ob er das jetzt zulässt. Und dann würde ich sagen, so glücklich wie die liebe Mel jetzt hier in der Badewanne sitzt und sich ein Bad gönnt, lassen wir die Familie White auch nochmal zurück. In den nächsten Teilen werden wir dann auch definitiv nochmal probieren, an einem Turnier teilzunehmen. Und wer weiß, vielleicht gehen wir auch auf das eine oder andere Date mit einem dieser Sims. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!